So, ich starte mit einem neuen Script-Tutorial. Es wurde vor kurzem mal gewünscht, dass ich generell mal einen Countdown-Script machen soll. Quasi, wenn man in die Welt reinjoint, dass dann eben ein Countdown beginnt. Dann soll gecheckt werden, ob zwei Spieler drin sind. Wenn zwei Spieler drin sind, soll der Countdown von 60 Sekunden runterlaufen. Also, oder von wie lange auch immer. Wenn jemand lief, soll natürlich der Countdown stoppen. Und wenn der Countdown abgelaufen ist, soll dann quasi der Spieler oder die Spieler eben an eine bestimmte Position teleportiert werden. Ich muss sagen, es war schon wieder so ein Mindfuck-Ding, weil mich dieser Countdown einfach echt in den Wahnsinn getrieben hat. Und naja. So, ich habe hier auf alle Fälle mal. Falscher Account, aber egal. Da unten, quasi in diesem Bereich hier mal, eine Region defined. Das kann man jetzt quasi mal so als Lobby-Arena dann oder als Lobby-Bereich dann mal verstehen. Nur jetzt mal zum Testen. Quasi hier drin. Da. Ziehen wir schon was. Ich muss kurz mal reloaden. Slash SK Reload Countdown. So, genau. So soll es dann theoretisch funktionieren. Jetzt ist das empty. Genau, okay, das passt. Genau, so. Alles klar, ich würde mal sagen, wir starten mal direkt. Ich habe jetzt mal generell so eine Mischung aus beidem gemacht, aber primär geht es generell darum, dass beide quasi in der gleichen Welt sein müssen. So, und zwar machen wir folgendes: On Region Enter. Wait for Ticks. Gleich. Player is in the Region Test. So, warum diese beiden Zeilen? Wait for Ticks generell erstmal aus diesem Grund. Wenn man zum Beispiel in eine Region reingeht, dann ist man nicht direkt in der Region drin. Also theoretisch schon, aber das Server braucht immer einen kleinen Moment, bis das Ganze dann synchronisiert hat. Oder generell, bis das generell, wenn man checkt, sagen wir so. Genau. Und jetzt checken wir erstmal, ob der Spieler in dieser Region drin ist. Kann man jetzt rauslassen, ist jetzt nicht so wichtig. Wenn man aber allerdings später dann mit Regions arbeiten will und nicht mit World, mit Worlds, mit einer Welt halt, dann ist das sehr wichtig und deswegen schreiben wir es mal mit rein. So, dann machen wir folgendes: Set Variable machen wir mal, Countdown, lokale Variable selbstverständlich, to 10. So, das ist relativ selbsterklärend, dann machen wir noch eine Variable und zwar Timer to Countdown nochmal hier. So, genau. Also Countdown wird auf 10 gesetzt und der Timer wird zum Countdown gesetzt, also ebenfalls 10. So, dann kommt die nächste Zeile und zwar Display Score, nee, Scoreboard named in golden Game Start. Ups. So, wie wir es gerade gesehen haben. Doppelpunkt to Player. Genau, muss ich glaube ich auch nicht erklären, macht irgendwie auch Sinn. Make score of in Klammern Countdown in Board of Loop minus Player. Nee, no Player. Board of Player to Unterstrich Timer. Ja, ganz viel Schreibfehler. So, genau. Wenn wir das Ganze so lassen würden, hätten wir jetzt theoretisch zwei Zeilen für dieses Scoreboard. Würde allerdings nicht funktionieren, weil man mit dieser Methode nämlich Folgendes braucht. Und zwar haben wir es quasi nur ein Display erschaffen. Es ist ein bisschen komisch, muss ich zugeben. Allerdings funktioniert es erst, wenn man eine folgende Line eingibt. Und zwar Move Display of Player to Sidebar. Es ist ein Ding, habe ich lange nicht verstanden und ich bin so lange verzweifelt an dieser Zeile und dachte mir, das gibt's doch nicht, das Scoreboard muss da sein. Es ist irgendwie da, aber es ist nicht in der Sidebar. Es ist irgendwie nicht sichtbar, wie auch immer, ich weiß es nicht. Also, ich weiß nicht, wo das Display oder das Scoreboard dann ist oder vorher ist, aber es ist einfach nicht da. Müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen, so funktioniert es auf alle Fälle. So, dann brauchen wir wieder den Countdown, also während der gesetzt ist, also solange der gesetzt ist. Und das kann man zu den Weilschleifen. Ich meine, die Weilschleifen sind irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich sehe irgendwie kaum Skripte, wo das Ganze genutzt wurde. Weilschleifen sind extrem mächtig, sage ich jetzt mal. Die sind ziemlich, ziemlich nützlich. Aber auch gefährlich. Muss man zusagen. Aber wir nutzen jetzt mal und ich werde gleich ein bisschen erklären, was man mit dieser tollen Weilschleife machen kann.
So, und zwar loop all players in world. So. Also die Wahlschleife, wenn ihr gerade zuschaut und gerade aktiv zuschaut, eine Warnung, die Wahlschleife geht dauerhaft. Solange dieser Countdown gesetzt ist und dieses Event einmal getriggert wurde, läuft diese Schleife. Das heißt natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier keinen Delay reinbaut, wenn ihr generell diese Schleife einfach nur durchspammt, dann geht auch der Server RIP. Also der Server crasht nahezu instant. Deswegen, ganz am Schluss brauchen wir dann eben Wait One Second, quasi, dass es halt eben nur jede Sekunde dann das Event beendet wird, dann quasi wieder von oben anfängt und dann wieder runterarbeitet und wieder von oben anfängt und so weiter. So, Stichwort Stapelverarbeitung. So, make score off countdown Doppelpunkt in board of loop minus player to timer. Was es folgendes macht, was es hier generell erstmal macht, ist, es wird quasi dieser Countdown ständig aktualisiert. Warum ist ein Leerzeichen drin? Warum ist da wieder ein Leerzeichen drin? Okay. Ne, warte mal, hier, ein Tab muss rein. Tab muss rein, kein Leerzeichen. Es wird quasi generell erstmal aktualisiert. Das ist natürlich jetzt nicht übertreibend und so, wie gesagt, machen wir nachher gleich. So, und jetzt kommt das andere. If number of players in world is less than 2. Könnt ihr jetzt reinschreiben, was ihr wollt. Das ist euch überlassen. Dann machen wir folgendes. Clear unterstrich Countdown. So. Was es quasi macht. Und jetzt schließt sie mit dem Kreis. Solange Countdown gesetzt ist, ist diese Schleife aktiv. Wenn der Countdown nicht gesetzt ist, ist diese Schleife nicht mehr aktiv. Heißt quasi, zwei Spieler sind drin, ein Spieler leaft, dann stoppt der Countdown und damit eben auch dann das Scoreboard, also generell das Scoreboard wird nicht mehr aktualisiert und die Wildschleife ist quasi beendet. Wenn es allerdings wieder einer reinkommt, triggert das Ganze hier wieder runter, 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 wieder eine Wildschleife und dann loopt er quasi für alle Spieler durch hier, macht das und das und das. Das ist nämlich gerade der ganze Gedanke dahinter. Kann zu Problemen führen, wenn man das Ganze region-bedingt macht. Ich weiß, wobei nicht wirklich eigentlich. Nee, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich. Also wenn man es mit Regions, wenn man mit Region arbeiten will, dann muss man es generell stark umschreiben. Das habe ich jetzt allerdings hier nicht im Video mit eingeplant. Else if timer is less than 1. Auch wieder aufpassen, der Timer darf nicht less than 0 sein, sonst wäre es minus 1 oder so, sondern less than 1. Also das heißt, wenn er auf 0 ist. Und weil natürlich auch theoretisch unter 0 gehen könnte, wenn wir es nicht limitieren würden, nutzt man keine 0, sondern immer less than 1. Ganz wichtig. So, dann machen wir folgendes, clear. Im Prinzip kann man die Zahl hier runter kopieren. Clear Countdown. So, dann kommt wieder ein Display. Scoreboard named. Leerzeichen. To loop player. ja, was im Prinzip macht ist, Clear Countdown ist klar, quasi wenn dieser Timer eben auf 0 ist, also unter 1 ist, dann ist quasi erstmal das komplette Event eigentlich fertig, dann ist quasi unser Ziel erreicht und die Spieler können quasi teleportiert werden. Es wird quasi sichergestellt, es sind mindestens 2 Spieler da. Der Countdown ist abgelaufen und die Spieler sind dann quasi bereit, teleportiert zu werden. So, wo wir gerade auch schon beim Thema sind, Teleport. Loop minus player to Klammer auf event.location. So, event location könnt natürlich ihr nehmen, was ihr wollt, könnt natürlich irgendeine Welt nehmen, könnt ihr was weiß ich nehmen. Also nicht eine Welt, ihr braucht natürlich dann eine Koordinate, beziehungsweise halt eben eine Variable, wo halt eben eine Koordinate mit drin ist. So, send a start oder ja, ich habe noch das Ganze auf Englisch von letztens, beziehungsweise damals einen Teil von dem Code, einer der, meiner Meinung nach, einer der besten Scripter geschrieben hat, und zwar Geek, wie hieß der? Geek for a Chick oder so? Ne, Geek with a Chick, genau so. Der hat damals mal für uns ein bisschen gearbeitet und, ja.
Eben stammt er noch, oder stammt ihm noch so ein zwei, drei Teile des Codes, gerade von ihm. So, subtract one from Klammer unterstrich Timer. So, sparen wir das Ganze und rein theoretisch ist dieses Script auch schon fertig. Was es hier halt macht, ist im Prinzip eigentlich relativ selbstverständlich, da muss man nichts mehr erklären. Und jetzt können wir mal generell testen. Machen wir kurz mal ein bisschen größer. So, genau, sonst quasi, warte mal, der andere Charakter ist da unten momentan. Jetzt reloaden wir erstmal hier unser Countdown-Script hier. Genau, den anderen Charakter schickt man jetzt erstmal hier ins Nether, weil das Ganze ist, wie gesagt, nach Welten zusammengebastelt. Das heißt, der muss hier quasi erst im Nether sein. So, dann gehen wir hier rein. Rechts steht Countdown 10. Jetzt wollen wir natürlich mit einem anderen Charakter hier noch rein. Normalerweise kann man das Ganze mit einem Join-Schild machen oder mit was auch immer. Ein bisschen kleiner da. Und zwar slash tp level up. So, jetzt laufen wir beide Countdowns von hoffentlich synchron, ja, laufen synchron runter. 4, 3, 2, 1 und so weiter. Und theoretisch, genau, werden wir jetzt quasi beide rauf teleportiert und hier steht dann eben unser Start drin, eben nur einmal, weil man es quasi jeden Loop-Player schickt und nicht jetzt eben an alle Spieler in der Welt, sonst wird es zweimal kommen, weil es zweimal durchloopen würde. Und genau. So, was haben wir dann sonst noch? Wir können mal kurz testen, um wirklich sicher zu gehen, dass es auch wirklich hier funktioniert. Und zwar gehen wir kurz mal ins Nähte mit dem Charakter. Und den schicken wir mal kurz darunter. So, bei dem steht das der Game Starter. Und zwar TP God bless the Noobs. Dann wird der Timer starten, theoretisch. Wenn wir es allerdings slash back machen, dann werden es quasi weniger Spieler als zwei. Und der Countdown, sieht man hier, bleibt stehen. Das heißt, man kann natürlich den Countdown hier noch entfernen und so, das ist ja kein Problem, das ist ja schnell gemacht. Aber das ist quasi so mal das Ziel von dem ganzen Ding. Und von dem her funktioniert einwandfrei. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze für Dinge machen wollt, für Regions, dann müsst ihr das Ganze umbauen. Aber ansonsten funktioniert das Prinzip eigentlich einwandfrei. Wie gesagt, Details überlasse ich euch immer, wann man den Countdown entfernt. Ist aber wie gesagt euer Ding. Und wie es geht, habt ihr gesehen. Also Countdown, das Scoreboard entfernen. Ist nicht schwer. Einfach hier Display Scoreboard named so und so to Loop Player. Genau. Dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.